Machina. Unter diesem Namenszusatz laufen alle 28 E-Mountainbikes von KTM. Die Topmodelle der Machina Capoho und Machina Lycan Plattform verfügen neben einem organisch geformten Alu-Chassis über Boschs leistungsstarken Performance-CX-Antrieb, gespeist von dem ins Unterrohr integrierten PowerTube 500 Akku. So erlaubt das neue Design die Flaschenhaltermontage, perfekt für die kompakte Feierabendrunde ohne Trinkrucksack. Die Züge verlaufen schmutzgeschützt im Rahmeninneren. Das Machina Lycan adressiert KTM dabei an Tourenbiker, wobei die 272-Variante das zweithochwertigste Modell darstellt. Ausgestattet ist es mit einem 1x11-fach XT-Antrieb von Shimano, dem Foxfloat Performance Luftverwerk sowie Shimano Z4-Kolbenbremsen. Für maximale Traktion und Komfort setzt KTM auf einen abgestützten Eingelenk-Hinterbau mit 125 mm Federweg, gepaart mit 130 mm an der Gabel. Fürs rasche Absenken des Sattels vor Downhills hat man dem Machina Lycan 272 eine Vario-Sattelstütze von KTM mit 125 mm Absenkbereich spendiert. Im Trailbetrieb gefällt von den ersten Metern an der kraftvolle, gleichmäßige Schub des leistungsstarken Bosch Mittelmotors Performance CX. Und auch die neu eingeführte E-Mountainbike-Unterstützungsstufe wusste zu überzeugen. Sie reagiert optimal und dynamisch auf unterschiedlich starken Pedaldruck und bietet bei sehr hohem Druck die volle Leistung des E-Antriebs. So ist man gern überwiegend im E-Mountainbike-Modus unterwegs und darf dabei auf häufiges Schalten verzichten. Ideal, um auch in anspruchsvollem Terrain den Fahrfluss aufrechtzuerhalten und fiese, steile Rampen zu überwinden. Bergab verwöhnt das Foxfloat Luftfahrwerk mit Top-Traktion und Komfort. Die kraftvollen Shimano Z-Bremsen verzögern souverän. Eine aktive Fahrweise fordert das Machina Lycan in engen Kurven, bedingt durch den langen Hinterbau. Fazit: In Summe ist das Machina Lycan ein sehr gutes, funktionell ausgestattetes E-Tourenfully mit tollem Fahrwerk und starkem Performance-CX-Motor von Bosch. Für Ganztagestouren wäre eine Montagemöglichkeit für einen Zweitakku optimal.